Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, also GTA 5. Ja, es könnte sein, dass es eine der letzten Folgen sind. Es könnte sein, dass es eine der letzten Folgen überhaupt in GTA 5 ist. In meinem Let's Play viel haben wir leider nicht mehr zu tun. Weil ihr seht, es ist so gut wie leer, es ist so gut wie nichts mehr zu tun. Ja, ich weiß, es sind doch einige Missionen offen, Dom und so, das weiß ich auch, aber das werden wir nicht tun. Zumindest nicht im Let's Play, ich hätte kein 100% Let's Play machen. Sondern wir gehen heute in das vielleicht große Finale. Wir werden die letzte Mission heute mit unserem Freund Franklin angehen. So. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch... Nur eine kleine Vorwarnung jetzt gerade. Also, ja, ich hoffe, dass ich euch drei Enden zeigen kann, dass das irgendwie möglich ist. Wie gesagt, ich kenne selber auch nicht alles. Ich kenne zwei von drei, privat. Ich will gerne euch drei Enden zeigen. Warum drei Enden? Das werde ich euch jetzt zeigen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. So, auf geht's. Das große Finale GTA 5. Es klingelt. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. Ja. So. Das meine ich mit drei Optionen. Wir haben eine folgende Option. Wir können Trevor erledigen, wir können Michael erledigen und wir haben den eigenen Todeswunsch. Es gibt eine Option und das ist die Option C, bei der wirklich alle drei Charaktere überleben. Ich habe, wie gesagt, vor, euch alle drei Alternativen oder möglichen Enden von GTA 5 zu zeigen. Wie gesagt, ich habe mir gerade was überlegt. Ich mache das ganz einfach. Ich zeige euch jetzt Option A. Lege quasi beim Speichern einen zweiten Spielstand an. Das heißt, so dass ich quasi den Teil A jeweils auf den zweiten Spielstand hatte und dann quasi immer wieder für die neue Folge, für die nächste und für die übernächste Folge, Voraussetzung, wir schaffen es relativ kurz, dann euch quasi das nächste Ende zu zeigen. Ja, ich möchte gerne alle drei Enden zeigen in diesem Let's Play. Wir gehen an mit Teil 1, Trevor. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ohne Probleme klappt. Ich weiß es noch nicht, ob es klappt. Ich hoffe es. Legen wir los, Trevor. Wir killen als erstes Trevor. Franklin, what's up? Shit, what's cracking, homie? We need to talk, but somewhere quiet, all right? Yeah, sure, man. Whatever you need. How about one of those empty lots off El Burro, on the east side of town? Yeah, all right, homie. Look, I'll meet you there, all right? So. Michael.
Franklin, what's up, big homie? Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know, yeah, that conversation. Oh, shit. All right, okay. Look, man, the FIB dudes want him gone. And Devin Weston wants y'all gone. You know how it is, dawg. Shit. Somebody gotta go. Well, ain't fucking me. Exactly, man. Look, we meeting at a Borough Heights. So you think you can help me? I don't know. That sounds like it's your thing, Frank. I'll see what I can do. So, ich mache jetzt quasi ein Schnellspeichern und gehe einen neuen Spielstand an. Ja. So. Oh, ich hoffe, dass das soweit funktioniert, wie ich das haben möchte. Ja. Finale Intro-Video. Okay, genau. Perfekt. Das ist wunderbar, dass es funktioniert, dass auch ich das haben möchte. Also muss ich quasi nur den nächsten Spielstand neu laden. Dann kann ich euch eventuell tatsächlich sogar alle Enden zeigen. Ich habe das Schnellspeichern gerade deaktiviert. So ist es herzlich egal. Und so kann ich euch in diesem Let's Play alle drei alternativen Enden zeigen. Das ist so wieder, wie ich das vor zig Folgen mal angekündigt habe. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich die 100 Folgen in diesem Let's Play knacken werden. Also die 90 wird es wahrscheinlich werden. Wir sind jetzt bei Folge 86 mittlerweile schon. Und das ist eines meiner längsten Single-Let's Plays. Puh. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie wird dann gerade so ein bisschen anders, weil ich weiß, dass es tatsächlich auf das Ende zugeht, liebe Leute. Es geht so langsam, wie gesagt, auf das Ende von GTA 5 zu. Wir legen, sobald das Let's Play hier durch ist, mit GTA 3 los. Da freue ich mich auch vor allen Dingen schon sehr drauf. Aber jetzt erstmal volle Konzentration auf das Finale in GTA 5. Boah, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ne? Wir sollen jetzt in Alboro treffen, also das sind jetzt noch ca. 2 Kilometer Fahrt. Den Teil habe ich privat mal gezeugt, aber schon Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. So, weg mit der Haube, wird besser gekühlt. Irgendwie habe ich die Charaktere so ein bisschen lieb gewonnen, klar, aber wir müssen jetzt einen töten. Das wird Terror sein. Ich bin gespannt, wie das bei Michael Ende aussieht. Das kenne ich zum Beispiel persönlich noch nicht. Wie bei Alternative B. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf Terror. Ein wenig Vernunft. Hey man, how you doing? Shit, I'm good, T. And yourself? Oh, Peachy. I know what this is about. You do? Of course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? I ain't having it. I mean, maybe when the heat dies down. But this, nah, I ain't having. I mean, that's it, right? Huh? Wasn't it? Wasn't it? But Michael ain't the problem. T, I like you. You scare the shit out of me sometimes. You creep me the fuck out. But the way I see it, the way anyone normal would see it, not that any of this shit is normal, man, you're gonna get us all fucking killed. You gonna whack me? Huh? Me? I ain't been nothing but straight and true with you.
I'm sorry, man. Yeah, you have been true with me. But the truth ain't what I'm interested in. You fucking shoot him! Just like that! So, verfolge Trevor. Wollen die jetzt einfach aus dem Motorrad töten, oder was? Boah, der Alter, der fährt ja wie sonst was, ey. So, ich bin jetzt fast wieder dran. Das war mir irgendwie fast klar. Das war mir irgendwie fast klar, dass mir da noch so ein Karre ins Auto fällt. Aber eigentlich müssen wir mit dem Auto hinterherkommen, dem Trevor locker hinterherkommen. Gut, sind wir wieder dran. Trevor, do! Meine Güte. Oh, nimm deine Mühle da weg, komm, hopp! Man, look the fuck out! Na komm, den kann man doch noch kriegen, den Typen. Pull over, let's talk! Ah, das war mir so... Meine Fresse, nimm doch die... Ja. Michael. Yo, where are you, man? I'm chasing T through the oil field. Shit. Okay. I'm not far away. Try and stop him. Muss ihn aufhalten, irgendwie. Scheiße. Hier könnte sein, dass er sonst kommt. You grow the fuck up. I mean, I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Well, fuck him. I mean, there's gotta be a limit, kid. You know, a point where even assholes like us say, enough is enough.
human stew. That's what? My limit. I know that now. I guess that's that then. It is what it is. Das war's. It's certainly been an education. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive. Damn straight. Und das war Teil 1 aus GTA. Wir sehen uns dann wieder mit Teil 2 morgen um, wahrscheinlich um 20 Uhr, ja. Doch, 20 Uhr sollte, ist eine gute Zeit. Bis dann und tschüss.